Wir stehen hier gerade im Kunstmuseum in Aalen. Wir sind hier ein Ausstellungshaus zu moderner Kunst. Also neben historischen Ausstellungen zur Kunst des 20. Jahrhunderts zeigen wir auch immer zeitgenössische Positionen. Und die Ausstellung Barocke Versprechen, konstruktive Zweifel von Miriam Thies ist im Kontext dieser zeitgenössischen Kunst, die wir hier vorstellen. Ein Format, was wir jetzt zum 6. Mal zeigen, ist das Intermezzo. Intermezzo ist immer ein Dialog zwischen zwei Einzelausstellungen verschiedener Künstler, die unter einem bestimmten Thema ausgestellt werden. Das Thema diesmal ist geteilte Wirklichkeit. Die Position von Miriam Thies ist für uns im Kontext von geteilte Wirklichkeit sehr interessant, weil sie mit dem klassischen Konzept der Montage arbeitet, aber mit den Möglichkeiten der neuesten Technik. Всеки може да бъде какъвто си поиска, ако наистина го желая. Diese Installation besteht aus 6 Fotomontagen. Sie hängen hier im Raum, sodass man sie im Gehen erfährt. Und sie enthält verschiedene Elemente. Das grundlegende Element sind Fotos, die ich in Zürich gemacht habe. Vor allen Dingen von diesem neuen Prime Tower, einem türkisfarbenen Hochhaus, ein reines Bürohochhaus. Und dann sieht man die Gesichter von Neo und Trinity aus dem Film The Matrix, besonders in gestressten Situationen und am Telefonieren. Und das Ganze ist noch überlagert mit Zitaten von dem Psychoanalytiker C.G. Jung. Und das Ganze verweist auf eigentlich eine Leistungsgesellschaft und die Virtualität in einer Welt, die eigentlich nur noch aus menschengemachten Dingen besteht. Man sieht 17 Porträts von Filmheldinnen. Im Prinzip sind es Jägerinnen, Kämpferinnen, Hauptpersonen, also weibliche Hauptpersonen aus Hollywood-Filmen und anderen Filmen, die eben sehr stark sind, die müssen kämpfen, sie müssen schießen. Diese habe ich ausgewählt, weil heutzutage diese Frauenrolle im Kino so geworden ist, dass sie eigentlich alles können muss, was früher auf Frauen und Männer verteilt wurde.
Die Arbeit bezieht sich auf zwei Werke. Das eine ist von Andrea Bozzo, das Deckenfresko Sant'Ignazio in der gleichnamigen Kirche in Rom. Das andere Werk ist eine Serie von Kompositionen von Sophie Teuber-Arp. Das sind Zeichnungen und Gouachen aus 1932. Das Wichtige jetzt an dieser Animation ist, dass diese beiden Welten beginnen zu kommunizieren, zu interagieren. Sie bilden eine Konkurrenz, sie treten in Dialog. Mal dominiert das Flächige, Konstruktive und mal dominiert das räumliche, hierarchische, hohe Deckenfresko. Sie bezieht sich auf eine Serie von Zeichnungen der Künstlerin Sophie Teuber-Arp. Und zwar hat sie während des Zweiten Weltkriegs im Zeitraum 1940 bis 1942 eine umfangreiche Serie von Zeichnungen gemacht, in der Symbole auftauchen. Das war vorher bei ihr nicht der Fall, aber hier, das ist mir aufgefallen, sind 6 Sterne, Haken und Peitschen drin. Und als ich das entdeckt habe, habe ich gedacht, ich muss damit arbeiten. Ich möchte mit diesen Zeichnungen arbeiten und den Bezug zwischen der ungegenständlichen Kunst und dieser Situation des Krieges und der Flucht und der Verfolgung herstellen.